Herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K15 Showcase. Hasse Leute, Disrespect, CM Punk gegen John Cena und mal wieder steht dieses Match an und zwar bei Night of Champions 2012 in Boston, Massachusetts, nicht weit entfernt von der Heimatstadt, also von West Newbury, Massachusetts, von der Heimatstadt von Cena. Und wie dieses Match wieder zustande gekommen ist, beim letzten Mal haben wir das Triple Threat Match erlebt beim SummerSlam 2012 mit The Big Show noch in the mix. Das erfahrt ihr jetzt und dabei wünsche ich euch viel Spaß beim folgenden Videopaket. Satzbau komisch, egal, viel Spaß. What are you doing? Hey, you can't leave, okay? You have a match. I can't leave? No. Check my contract. I got personal days. Today's one of them. Punk is a guy who says he's a man of the people, says he's the voice of the voiceless, but all he's been lately is an insecure dude that constantly has to tell you how good that he is. I am the WWE champion, and I've been the WWE champion longer than you ever have been. We are back live on Monday Night Raw. Alberto Del Rio versus John Cena. Falls count anywhere. Hey, CM Punk's back. What happened to his personal day? And then Punk's actions hadn't been heinous enough. Look at who he leads with. Paul Heyman. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman, and I'm here tonight to pay homage to a man of such extraordinary character. Show me respect! That he proudly and publicly pontificates himself to be the best in the world! A Paul Heyman guy. Loud these past weeks. I am the best wrestler. I am the best talker. But I say it because I am it. You don't even know who CM Punk is. You think because you have this, you are justified respect. No, the reason you have that and have kept it is by any means necessary, and that does not define a champion in my eyes. You are in serious jeopardy the Night of Champions of losing this. Da war mein Thumbnail für Ausgabe 1. Und was war das für ein Markout-Moment, als man gesehen hat, dass jetzt Paul Heyman mit CM Punk unterwegs ist. Also jedenfalls für mich war das ein Markout-Moment. Hab ich mich da gefreut. Mitunter die zwei besten Leute im Wrestling-Business. Promo-wise, also in Sachen Promos. CM Punk sowieso in Sachen In-Ring. Eigentlich können beide irgendwie alles außer Paul Heyman Wrestling. Das ist nicht so seine Stärke, glaube ich, einfach mal. Aber schön jetzt der Entrance mit Paul Heyman. No explanation for Paul Heyman as to what his relationship is with CM Punk. Yeah, but we do know that CM Punk is tired of all the attention in the WWE allegedly going to John Cena and The Rock or Brock Lesnar and Triple H. Tja, und CM Punk ist ja wirklich ein legitimer Paul Heyman Guy. Damals ins WWE Entwicklungsprogramm gekommen, 2005, glaube ich, bei Ohio Valley Wrestling. Dann wurde irgendwann in der Entwicklungszeit oder in der Entwicklungsphasenzeit von CM Punk Paul Heyman dort zuständig für das Kreative, für das Producen der Show. Und so haben die beiden ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Und das alles könnt ihr nochmal nachvollziehen bei der CM Punk DVD oder bei der Paul Heyman DVD. Bei beiden wurde es sehr schön beleuchtet. Kann ich jedem nur empfehlen. Der gute Punk. Immer wieder traurig, dass wir den nicht mehr regelmäßig bei Raw sehen. Muss ich für meine Verhältnisse jedenfalls sagen. Und warum das hier jetzt nur noch ständig laggt, das weiß ich auch gerade nicht. Das Match müssen wir noch durchhalten. Die Festplatten sind eigentlich noch ausreichend mit Platz versorgt. Das will man machen. So, Cena, komm. Was sollen denn diese Lags? Ich glaube, ich werde nach dieser Ausgabe einfach mal die Aufnahme neu starten. Oder es liegt an der Playstation. Eigentlich muss es an der Playstation liegen. Komisch. Cena am Start.
You're lucky. I feel great. I feel lucky. I feel lucky. I feel lucky. I feel great. I feel lucky. I feel great. It's time to go to work. Ladies and gentlemen, John Cena has the fourth longest combined days as WWE Champion in history. Yeah, and tonight, in front of his hometown crowd in Boston, Cena tries to extend that number. Ob es klappen wird, das bezweifle ich doch sehr stark. Erstmal übergebe ich an Justin Roberts. Ladies and gentlemen, this contest set for one fall is for the WWE Championship. Introducing first, the challenger from West Newbury, Massachusetts, weighing 251 pounds, John Cena. And his opponent, from Chicago, Illinois, weighing 218 pounds, he is the current WWE Champion, CM Punk. Sehr gute Reaktion. Reaktion wie ein Toaster, ne? WWE Hall of Famer. WWE Hall of Famer. WWE Hall of Famer. Billy Graham auch Hall of Famer. Wie The Superstar Billy Graham. War das sein Nickname oder so? Auch nur das WWE Network. Bisschen was von ihm gehört. Er so. Anscheinend der erste richtige moderne Heel gewesen. Und ich glaube, ich weiß, auf welches Finish das Ganze hier hinauslaufen wird. Und weshalb ich hier Cena spielen soll. Deshalb möchte ich aber euch nicht weiter spoilern. Ihr wisst ja sowieso, wer weiterhin Champion bleibt. Aber egal. Alles Finish ist sehr interessant, wie ich finde. Wenn es das ist, für das ich das halte. So, füge Punk kritischen Schaden zu. So, und mit Paul Heyman an der Seite noch. Hört sich machbar an. Ja, im Match sind jetzt eigentlich keine Legs bis jetzt gewesen. Und über Angel muss ja eine PS3, denn ich verstehe das manchmal nicht. Ich glaube, dass es denn bei der PlayStation 4 nicht so sein wird. Da kann ich ja eh nur in 30 FPS aufnehmen. Und ich hoffe, dass ich den noch so einigermaßen spielen kann, weil ich spiele ja direkt am PC mit der Capture Card. Aber es ist nicht irgendwie noch zwischengeschaltet an einem Monitor oder an einem zweiten Fernseher. Da ich nicht so einen Fernseher besitze, ich könnte von zwei Monitoren dafür einen opfern mit einem, ja, und das Ganze mit einem HDMI-Splitter versehen. Aber sobald er die Capture Card ankommt, sollte das denn alles gut klappen. Ich hoffe doch. So müsst ihr dann auch demnächst ankommen. Vielleicht, wenn ihr das hier seht, ist sie auch schon angekommen und habe ich wieder ein Unboxing oder so gemacht. Man weiß es nicht so ganz, ne? Gibt gar nicht Punk. Any reversed it! Mhm. Können wir auch gleich mal, ich weiß nicht, auch mal einen Attitude Adjustment oder so machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich den sowieso machen muss. Von daher, weiß nicht immer so ganz. Hier bei der Carol Jan Variante hat Cena ja seinen eigenen OMG-Moment hier, um das Kommentatorenpult kaputt zu machen. Dann macht der Attitude Adjustment von hier unten. Da kann er zum Beispiel gar nicht mehr hier rauf aufs Kommentatorentisch klettern. Auf Kommentatorenpult klettern. Finde ich ein bisschen doof. Das geht eigentlich. Also, man kann bei der Current Gen Version, jedenfalls bei der Gamescom Demo, wenn ich das richtig alles noch in Erinnerung habe, nicht mehr auf das Kommentatorenpult klettern, ohne weiteres. Außer man hat keinen spezifischen OMG-Moment, wie zum Beispiel ein Attitude Adjustment von John Cena, der ja vom normalen Boden das Ganze macht, während ein Randy Orton den Gegner hochschmeißt und dann den RKO auf den Tisch zeigt. So, moderater Schaden am Schädel, Top Rope, und dann möchte ich jetzt mal Leg Drop zeigen. Bulldog Leg Drop, Leg Drop Bulldog, was auch immer famous sein, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. So, ach ne, den Neckbreaker haben wir hier nicht, ne? Ne, ich guck nochmal nach, haben wir hier Diving Five Knuckle Shuffle? Jawohl. Aber ich möchte den normalen Fatnagel-Shuffle haben. So, einmal wieder auf den Boden. Und dann kommt er auch schon. Muss er nur noch gelingen. Oh, gibt es nicht, ne? Ekelhaft. Ja, dann springt es einfach. Und ich muss ein Attitude Adjustment ausführen, so oder so. Von daher. Erstmal möchte ich aber ihn erstmal auf kritischen Schaden und Kopf bringen. Und dann mache ich das. Alles nach der Reihenfolge. Oder möglichst nach der Reihenfolge. Dann gehen wir doch nochmal in die Ecke.
zeigen wir hier irgendwie eine Aktion. Können wir nochmal den Blackjob Bulldog zeigen? Nee, Cena sagt nee, Cena sagt nee. Und dann, wenn er, wenn Punk nee sagt, dann den gehorchen wir auch. So, auf geht er. Schiss da auf. Genau, danke. Kommt da eben angelaufen, kann ihn abfangen. So, komm mal her, genau. So, möchte gern. Ja, Punk! Kannst du doch nicht immer alles! Stack-Up-Pin. Das hätte, oder dieser Stack-Up-Pin hätte uns in der letzten Episode fast den Sieg gekostet. Der kommt doch immer wieder angelaufen, ne? So, ich möchte. Der kommt, ich möchte dich bloß im Grapple haben und er kommt immer wieder angelaufen. Kommt immer wieder angelaufen. Diese. Und dann haben wir jetzt eine Kombo von 4. Also egal, wir können jetzt Attitude Adjustment machen. Showcase Moment! Showcase Moment! Jawohl, was muss ich drücken? Oh, oh, das geht nicht gut aus. Paul Heyman, schaut genau hin. Suicide Dive, komm, mach! Und Kreis! Badaboom, Suicide Dive von John Cena! Wie selten sieht man das, bitteschön. Oh oh, Paul Heyman. Ist jetzt dran oder was? Hm. Nächstes Ziel, ich habe keine Ahnung. Ah, warte mal. Ich könnte jetzt nochmal ein Attitude Adjustment zeigen. Kann ich den jetzt hier zeigen? Ich glaube nicht, dass das geht, wenn er da so positioniert ist. Machen wir nochmal so. Nein! Nein! Darf einen Attitude Adjustment wieder ausführen. Das hört sich in einer weiteren Cutscene an. Nee, nee, Punk. Heute nicht. Oh, und. Na, guter alter John Cena-Manier, darfst du jetzt aufstehen. Wake up, Taunt. Und. Badam! Ah. Oh, das wird. Was? Ich hab den Kodos Sleep gar nicht mitgekriegt. Das muss ich mir nochmal im Replay angucken. Also in der Aufnahme. Nee, nee. Go to sleep, sagt er nochmal, oder? Ja! Komm, steh auf. Macht er sich wieder lustig. Über The Rock! Rock Bottom! One, two, und. Ah! Im letzten Moment kickt er nochmal aus. Komm, Sclobbering Time, aber sowas von. Auch ein Rock Bottom kann Cena nicht zum Recount unten halten. Krass. Weiter geht's! Ah, was war das? Greife Punk in der Ecke. Oh oh. Ich rieche, was kommt. I can smell. What John Cena is cooking. So. Einmal dahin, das war nämlich da in der Ecke und los geht's. Viel Spaß, Freunde. Was hat Cena jetzt so vor? Oh Gott! Oh, als ich das gesehen habe damals, ne? Ich glaube, das hatte ich da live damals gesehen. Da bin ich ja ausgerastet. Und wie das awesome war. Oh, oh. Nein! One, two und three! Und bin ich damals ausgerastet. Als ich gedacht habe, dass Cena wieder WWE-Champion war. Naja, ich weiß ja nicht, ob Cena WWE-Champion ist. Tja, der Referee steht schon in Position, um das Ganze aufzuklären. Nee, nee, Cena. Tja, Justin Roberts sagt es. Yes! 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 Ja, genau. Knie nieder.
Leg dich hin für Punk. Den besten WWE-Champion der jüngsten Vergangenheit, oder? Diskussionsbedarf in den Kommentaren. CM Punk after a draw is still the champion. Respekt! Oh man, Freunde, was ein Match! Ihr könnt aber eure Emotionen von damals in die Kommentare schreiben. Habt ihr euch gefreut für John Cena oder wart ihr richtig pissed, so wie ich? Ich konnte es fast nicht glauben. So, Video-Package gucken wir uns beim nächsten Mal an, Freunde. Denn als nächstes kommt das Match Ryback gegen CM Punk. Ryback bekommt seine erste Chance auf die WWE Championship und auch seine, ich glaube, seine vorletzte. Der hat dann später noch ein Match, was wir dann eventuell auch noch sehen, bin mir nicht sicher. Und da hätten wir auch schon im Hintergrund, ja, wir sehen im Hintergrund Brad Maddox, der da auch mit dabei war und wieder ins Match involviert war. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Was haben wir freigeschaltet? In der Taya unter dem Champion Arena. Und wir sind in Atlanta, Georgia. WCW Hochburg. Da gab es bestimmt einige Gruppe-Rufe für Ryback. Aber wie dieses Match dann aussehen wird, sehen wir dann beim nächsten Mal hoffentlich, ne? Da war cool. Airblock aus. Bis dann. Wünsche einen angenehmen Resttag. Euer Franz, euer Franz. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.